Okay. Hallo Freunde, ich begrüße euch hier auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. No Coffee, no Worky. Ja, was soll der Spruch No Coffee, no Worky? Das heißt, kein Kaffee, Arbeitsverweigerung. Ganz einfach. Und heute, zum Wochenende, gehe ich mal rein in die Spekulation. Das heißt, was ich heute von mir vom Stapel lasse, das ist, ich würde mal sagen, von keinen Quellen belegt. Das sind meine Ansichten, meine ganz persönlichen Ansichten und ich quatsche da einfach mal drauf los. Man hat mich gefragt, Thomas, wie siehst du denn den Fortgang oder die weitere Eskalation im Krieg Ukraine-Russland oder Russland-Ukraine? Oder man könnte fast schon sagen, USA, NATO, Ukraine-Russland ist ja ein Proxy-War, das wissen wir alle. Da komme ich später nochmal drauf mit einem interessanten Detail. Spekulation, aber trotzdem ein sehr heißes Eisen, würde ich sagen. Gestern, das haben wir alle mitbekommen, geschah in Moskau etwas Schreckliches. Es wurde ein Attentat verübt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 60 Opfern, also Todesfällen, mehreren hunderten Verletzten. Und das hat Moskau natürlich sehr, sehr getroffen. Das erinnert mich ein bisschen an Bataclan, Paris. Ihr erinnert euch, schon länger her, einige Jahre her. Doch wenn ich mir jetzt mal die beiden Attentate so ein bisschen vergleiche. Bataclan, das war eindeutig islamistisch motiviert. Das heißt, da waren Islamisten, Terroristen, Islamisten am Werke. Und das glaube ich bei diesem Attentat nicht. Ich glaube, da führt uns die Spur ein bisschen, ja, ganz woanders hin. Doch wie gesagt, meinerseits nur Spekulation und ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, ohne dass ich Quellen habe, ohne dass ich recherchiert habe und ohne dass ich irgendwo wirklich, ja, irgendwie eine Aussage machen kann, die dann wirklich auch vielleicht zutreffen könnte. Was mich ein bisschen traurig macht, was mich ein bisschen traurig macht, ist, ihr habt auch sicherlich davon gehört, dass vor einigen Wochen bereits die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch andere Länder, die Geheimdienste dieser Länder, schon eine Art Warnung herausgegeben haben, eben für ihre Citoyens, für ihre Ressortissants, die in Moskau wohnen, so ungefähr nach dem Motto, passt auf, es wird was geschehen, geht nicht mehr raus auf die Straßen, bleibt am Wochenende zu Hause. Das war so eine inoffizielle Warnung, dass etwas passieren würde. Und vielleicht war das genau dieses Attentat, das damals schon vor 2 Wochen, oder vielleicht war das eine Anspielung auf genau dieses Attentat, ja, vor 2 Wochen schon, das eben dann erst gestern stattfand. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass wir in einer Zeit leben, in dem zwei Großmächte ihre Geheimdienstinformationen, wenn es um sowas Schreckliches und Trauriges geht, ganz einfach nicht mehr weitergeben. Ja, denn die USA hat angeblich von irgendetwas gewusst, spekulativ, ja, rein spekulativ gesehen, hat aber diese Information dem russischen Geheimdienst nicht weitergeleitet. Und das finde ich ein bisschen schrecklich, das finde ich traurig, das finde ich, das ist nicht in Ordnung. Ich würde sagen, das geht in die Kategorie No-Go. Ich habe es neulich schon gesagt, wir leben aktuell in einer Welt, die verroht ist, die eine rüde Sprache hat, die mit, ja, mit Sympathien füreinander nichts mehr zu tun hat. Es geht alles nur um Geld, um Macht, um Einfluss. Und der Mensch als solcher kommt zu kurz. Und der Mensch als solcher ist auch immer der, der auf der Strecke bleibt, als Opfer. Weil die großen Staaten, die großen Mächte untereinander, ja, die können sich nicht mehr austauschen. Da ist etwas flöten gegangen in unserem menschlichen Sein, dass ich ganz scharf verurteile. Sympathie, Demut, Respekt, Liebe. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich habe neulich einen Clip darüber gedreht. Auf jeden Fall drehen sich meine Gedanken heute, eigentlich schon seit gestern Nacht, um diese Todesopfer in Moskau, um die, die verletzt und verwundet wurden, nun in Krankenhäusern sind, sind sehr viele, und natürlich um die Angehörigen, denen ich hiermit mein tiefstes Beileid ausspreche. Jetzt sind wir auch schon beim nächsten Thema. Da möchte ich auch mal drüber reden. Und zwar, wie geht es denn weiter in der Ukraine? Wie geht es denn weiter in diesem Krieg? Krieg kann man jetzt ja sagen. Das hat Dmitri Peskov, wer Peskov ist, einfach mal nachgoogeln, so ein bisschen andeuten lassen, dass eben aus dieser Militäraktionen, aus dieser Sondermilitäraktion langsam peu à peu ein Krieg wird, weil die NATO sich peu à peu und mehr und immer mehr verbal, aber auch praktisch in diesen Krieg einmischt, der eigentlich nur ein Krieg zwischen Ukraine und Russland sein sollte,
Ja, vom Ansatz her ist es aber nie gewesen. Proxy War, die NATO ist voll involviert. Jetzt komme ich nochmal zurück auf den Sender LCI. Ich habe neulich einen Clip darüber gedreht, oder zwei meiner letzten Clips sprachen eben über die Aussagen dieses französischen Colonel, wie er denn dachte, seiner Meinung nach, wie man 20.000 französische Soldaten in der Ukraine stationieren könnte, um den Russen Paroli zu bieten. Das wäre natürlich eine direkte Einmischung in den Krieg und Frankreich wäre somit Kriegspartei. Nicht nur Frankreich, sondern die NATO. Da war die Rede davon, dass man eben diese Soldaten nach Odessa bringt. Das zweite Szenario war, dass man die französischen Soldaten entlang des Dnieper stationiert, um die Russen aufzuhalten. Und das dritte Szenario war eben, dass man französische Soldaten oben an der Grenze zwischen Ukraine und Weißrussland stationiert, um die Weißrussen davon abzuhalten, einzufließen in die Ukraine, um eben den Russen beizustehen. Das sind jetzt natürlich alles Szenarien, wo ich euch gestern sagte, das sind Hirngespinste. Weil du eben mit diesen Kräften, mit diesen mittleren Kräften, wie ich sie nannte, zu dieser Jahreszeit in der Ukraine gar keinen Krieg führen kannst. Und warum nicht? Weil eben diese mittleren Kräfte um diese Jahreszeit, also Herbst, aber wie jetzt auch im Frühling, sich taktisch gar nicht entfalten können. Ja? Die wären angewiesen auf ein festes Straßennetz und sie könnten taktisch gar nicht einfließen in ihre Operationsräume. Zu viel Schnee, zu viel Matsch, zu viel Eis, zu viel Schlamm. Das geht nicht. Sie würden stecken bleiben und wären somit ein legitimes und weit sichtbares Ziel für Drohnen, Artillerie und Panzerabwehrsysteme. Panzerabwehrlenkraketen und so weiter. Ich erspare mir den Rest. Jetzt habe ich aber eine weitere These. Was wäre denn, wenn dieser Oberst mit seinen Aussagen sich irgendwie verplappert hat? Wenn er irgendwie Tatsachen preisgegeben hat. Denn es ist offensichtlich, dass es die NATO reindrängt in die Ukraine, um eben dort gegen die Russen zu kämpfen. Die NATO hat im Augenblick sehr viele Manöver laufen, unter anderem Steadfast Defender. Steadfast Defender ist ein Großmanöver der NATO, wie gesagt. An diesem Manöver nehmen 30 Nationen teil und insgesamt 90.000 Mann. Und das Kernstück dieses Manövers besteht darin, so ungefähr wie können wir die NATO so schnell wie möglich aus dem baltischen Raum US-Truppen oder NATO-Truppen, ist ja ein Unterschied, US-Truppen oder NATO-Truppen an die russische Grenze verlegen. Und da jetzt die Hauptmanöver erst richtig beginnen, also nach dem Frühling, dann wenn der Schlamm weg ist, wenn Eis weg ist, wenn Schnee weg ist, wenn die mittleren Kräfte wieder taktisch operieren, sich taktisch entfalten können, habe ich jetzt meine eigene Theorie, was das Ganze eigentlich soll. Ich glaube nämlich, oder mein Soldatenhirn, mein Soldatenherz tief in mir glaubt, dass es nicht bei einem Manöver bleiben wird, sondern dass die Manöver, die bis jetzt gelaufen sind, schon mal ein Vorantasten war, ein Auskundschaften, ja. Wie können wir was? Mit welchen Kräften? Wo waren wie viel? In welche Richtung? Und wo am besten? Und mit wem am besten? Und dass aus diesen Hauptmanövern, wenn die meteorologischen Gegebenheiten besser sind, das heißt harter Boden, dass dann wirklich ein Einsickern in die Ukraine beginnt. Das heißt mit anderen Worten, aus dem, was eigentlich als Manöver begann, könnte in einigen Wochen tierischer Ernst werden. Und wie könnte dieser Ernst aussehen? Zum Beispiel, indem man sagt, okay, wir fließen ein in die Ukraine mit Teilkontingenten von diesen 90.000 Mann. Wir positionieren diese Kräfte westlich des Dniepers, wie eben dieser Colonel schon sagte. Vielleicht hat er sich da wirklich verplappert und hat jetzt eine zwischen die Hörner gekriegt, ja, den Karnickel-Fangschlag. Und wir schaffen so Fakten im Gelände. Das heißt, wir schaffen entlang des Dnieper eine Art Pufferzone. Und sollten es die Russen wagen, uns unter diesen Bedingungen anzugreifen, tritt automatisch Artikel 5 der NATO in Kraft, Beistandspflicht. Gestern noch sagte ich euch, dass dieser Artikel 5 niemals in Kraft treten würde. Handelte es sich doch gegebenenfalls um einen Alleingang der Franzosen. Aber mit dem, was ich jetzt vermute und was ich euch gerade unterbreitet habe, wäre es ja kein Alleingang mehr. Es wäre die halbe NATO impliziert, also mindestens 30 Nationen. Und dann würde vielleicht, nein sicher sogar, Artikel 5 greifen. Steadfast Defender 24 könnte also ein großer Vorwand sein, um in der ersten oder zweiten Maihälfte, das wäre dann ungefähr der Zeitraum, den ich vermute, um dann wirklich massiv mit NATO-Truppen in die Ukraine einzumarschieren. Ich habe ja vorhin gesagt, angedeutet, dass dieser Oberst sich vielleicht verplappert haben könnte. Auf jeden Fall hat er mal Grundzüge gezeigt, wie
Frankreich-Soldaten oder wie NATO-Soldaten reinkämen in die Ukraine und welche Aufgaben sie zu bewältigen haben. Natürlich stehen dann noch diese angehenden NATO-Manöver im Raum. Habe euch gesagt, was da passieren könnte, spätestens in der ersten oder zweiten Maiwoche, dass eben aus diesen Manövern traurige Wirklichkeit wird. Aber was würde das denn implizieren? Das würde implizieren, dass wir alle ein bisschen hinters Licht geführt wurden. Warum? Es kann nämlich sein, dass die Kriegswirtschaft schon seit langem auf Hochtouren läuft. Nur, dass wir darüber nicht informiert werden. Es kann sein, dass seit dem Jahr 2014 sich die Munitionshallen mit Munition, Granaten, Artilleriegeschossen und ich erspare mir den Rest, sich langsam peu à peu füllen. Und das eben in diesem Jahr, im Mai, die NATO losschlagen kann, weil sie weiß, wir haben alles, was wir brauchen. Nachschub ist da, Logistik ist da, wir haben das Gelände erkundet. Hurra, die Gams, was kostet die Welt. We are ready, we are prepared. Toujours prêt, that's it. Je ne regrette pas. Nein, ich bereue nicht. Mein Leben am Limit. Das Leben mit dir an meiner Seite. Du und nur du warst mein Waffenbruder in diesen schrecklichen Zeiten. I'm turning round, 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 following my feelings, crazing out of bounds, searching brothers in arms. Turning round, 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 following my feelings, crazing out of bounds. Here we are, here you are, here I am moving towards invincibility. Searching for a no man's land, fighting, praying, celebrating victories. Turning round, 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 do it with real sound, following my feelings, crazing, out of bound, out of bound, out of bound. Ich schaff das nicht, Waffenbruder. Deine Stimme klingt mir heute noch in den Ohren. Verzweiflung, Unbehagen, Angst. Aber der Krieger bist du, sagte damals nicht ich. Der Krieger, das bist du. Dein Blick sprach Bände, gut vielleicht, aber dieser Krieger braucht dich jetzt. Gib mir Schliff, gib mir Mut, gib mir den Tritt, gib mir diese eine Chance, nur diese eine, Bruder. Wie wir sie beide bekamen, einst, damals. Du erinnerst dich? Legio Patria Nostra. Die Legion ist unser Heimatland. Und ich? 2 Uhr morgens, stockdunkle Nacht. Hol dich raus aus diesem verdammten Feldbett. Nur das Kreuz des Südens. Wacht. Seil hoch 2-mal, 3-mal und jetzt erst recht. Enttäusch mich nicht. Der Trompeter zerdierend Schweiß und mir die Angst vom Gesicht. Kaputt, müde, ausgebrannt, aber glücklich. Wie 2 Falken lachen wir dem Morgengrauen entgegen. Marsch, Ukraine, marschier mit deinem Kopf, Bruder. Jetzt bei 35 Grad, Blasen, Wolf, Kaffa. 8 Stunden die Füße im heißen Wüstensand, Kopf in kühlen Wolken. Schritt daneben, 1 Zweifel, ich strauchle, pardon. Zu brutal, ich pack das nicht, ich pack's nicht mehr. Lehn dich an mich, hagerer Wolf. Bin nicht schwer. Ein Versprechen, Bruder, ohne Not. Wenn es passierte, dann weiß ich, was mir zu tun bleibt. Ich lass dich niemals in Barbarenland allein. Oh nein, ich lass dich niemals in Barbarenland allein. I'm turning round, round, round. Following my feelings, crazing out of bounds, searching brothers in arms. Turning round, round, round.
Following my feelings crazy and out of bound. Here we are, here you are, here I am moving towards invincibility. Searching for a no man's land. Fighting, praying, celebrating victories. Turning round, 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 do it with real sound. Following my feelings, crazy, out of bound, out of bound, out of bound. Der Trompeter weckt uns, alles ist bereit, komm mit, mein Freund. Wir bekamen diese Chance und lösen heute, hier und jetzt, das Ticket ein. Es ist soweit. Das Schicksal fordert uns heraus. Ziehen los, hinein, in diese gigantische Kulisse. Blei, Grau, Schweiß und Blut. Du gehst an meiner Seite, bewegst dich im Höllentanz. Wir infiltrieren, schieben den Vorhang aus Blei beiseite. Hinein in ein Szenario, das direkt Dantes Inferno entspringt. Hinein ins Niemandsland. No Man's Land. Ich habe Gänsehaut, Bruder, denn die Falken fliegen, sie fliegen wieder. Ein Seitenblick, du bist bereit. Alles gut, jeder Handgriff passt, jede Geste war tausendmal für diesen einen Augenblick geübt. Aber weißt du was? Wir sind nicht allein, denn der Teufel marschiert mit uns. Le diable marche avec nous. Die Kälte lässt uns erstarren. Dunkelheit. Doch nur einer schläft, der andere wacht. Und dieser verdammte Teufel lacht. Noch sind wir hier, doch wir wollen dort sein, wo wir alle enden werden. Dort, wo die schwarzen Falken fliegen. No, je ne regrette pas. Ich bereue nichts. Par un seul instant. Mein Leben am Limit, das Leben mit dir an meiner Seite. Denn du warst mein Waffenbruder, nur du warst mein Waffenbruder in diesen schrecklichen Zeiten. Racing out of bound, searching brothers in arms. Turning round, 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 following my feelings, crazy and out of bound. Here we are, here you are, here I am moving towards invincibility. Searching for a no man's land. Fighting, praying, celebrating victories. Turning round, 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 do it with real sound. Following my feelings, crazy, out of bound, out of bound, out of bound. Fern der Heimat und so nah dem Tod. Wer ist das? Wonach du suchtest. Dein Ich schaff das nicht, noch frisch im Ohr, spür ich die Last auf meinen Schultern liegen. Sie fühlt sich nicht mehr leicht an, sondern gebärdet sich wie der Teufel. Es sind deren zwei, der eine grün, der andere rot. Einer lacht, der andere weint. Hinterhalt, wir hätten es besser wissen müssen. Und ich habe versagt, hab dich hierher geführt. Im Mondlicht werde ich Zeuge deines Leidens, deiner Qual. Mein Leid trägt Maske. Es braucht den Schein der Unverwundbarkeit, damit ich das von dem, was bleibt, von dir, dem Teufel entreißen kann. Dein Leid ist stumm, eine Bitte in den Augen, in denen die aufgehende Sonne sich nun bricht. Denk an dein Versprechen, enttäusch mich nicht. Adieu, Kamerad.
Der Flug der einsamen Falken ist mir familiär. Das Kreuz des Südens zu erkennen. Pas me toutes les autres étoiles fällt mir nicht schwer. Dein vertrauter Blick. Oh ja, wir sprachen die ganze Nacht dort im Kampfstand. Und es gab nichts. Nichts. Angst, Stolz, Ungewissheit. Was ich in deinen Augen nicht sehen konnte, als der Morgen graute. Mais c'est fini. Tout est si loin. Ist utopisch weit weg. Schaust auf mich herab. Von dort, wo die schwarzen Falken fliegen. Je ne regrette pas. Nein, ich bereue nicht. Mein Leben am Limit. Das Leben mit dir an meiner Seite. Du und nur du warst mein Waffenbruder in diesen schrecklichen Zeiten.